Klingt gut, aber ungewohnt. Vor allem ist wichtig, diese Aufgabe auszufüllen. Der Titel ist ja nur eine Begleiterscheinung. So hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt, sondern ich habe mich erst damit auseinandergesetzt, als klarer und klarer wurde, dass das in meine Richtung geht. In der Politik kannst du nicht planen und sagen, ich steige ein bei der Tür X als Jugendobmann oder sonst was und meine Karriereleiter schaut so aus. Da gibt es viel zu viel Unwägbarkeiten, viel zu viel Interessen, die unterwegs sind, und daher habe ich immer das, was ich erreicht habe, mit Freude gemacht, und ich habe mir schon gedacht, wie ich Clubobmann war, das ist jetzt toll, das ist eigentlich eine super, eine hohe Funktion. Und es überrascht einen dann schon, wenn einem so eine große Persönlichkeit wie der Josef Büringer sagt, eigentlich findet, dass du der Richtige bist. Mhm. Macht stolz? Ja, Stolz schwingt sicher mit, aber gleichzeitig immer auch ein Riesenrespekt, weil, ich habe es ja gleich zu Beginn gesagt, das ist eine gewaltige Aufgabe, es ist ja nicht einfach nur ein Beruf oder eine Stufe, die man nimmt. Ganz ehrlich gesagt überlegt man sich natürlich manches, aber meine Grundüberzeugung ist, wenn sich hoffentlich ganz viele Leute, so wie die ÖVP, dafür entscheiden, dass der Thomas Stelzer der Richtige ist als Landeshauptmann, dann wollen sie mich so, wie ich bin. Und zu mir gehört auch eine Familie, für die ich auch Zeit habe, vielleicht nicht mehr ganz so viel wie zuvor, aber die einfach auch ein fester Bestandteil, auch mit den zeitlichen Bedürfnissen ist, und das wird mir ja weiterhin ausmachen. Also ich glaube, erwartet sich niemand und will auch niemand, dass da eine Person kommt, die dann alles auf dem Altar des Time-Managements opfert. Wenn man in der Politik ist, wenn man was gestalten will, und das ist mein Grundauftrag, dann brauchst du auch Macht, damit du Dinge umsetzen kannst. Das große Geheimnis ist nur, die Macht so auszuüben, dass sie andere nicht herabgewürdigt fühlen und am Ende trotzdem bei Entscheidungen möglichst viel mitnehmen zu können. Aber klar ist, wir tragen als ÖVP die Hauptverantwortung in dem Land, und Ziel ist, dass die Verantwortung auch wieder größer wird. Das heißt, noch mehr Zuspruch, noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung wieder zu gewinnen. Wir sind ein Wirtschafts-, eine Industrie-, ein Arbeitsplatz-Bundesland, und wir brauchen viel, damit der Standort gefestigt wird, und vieles davon muss auf Bundesebene entschieden werden, und darum ist sonnenklar, immer wenn es um oberösterreichische Interessen geht, wollen wir uns und muss ein IMI dort durchsetzen, wo die Dinge entschieden werden, und da wird manches davon auch in Wien und auf Bundesebene sein. Ich war neben dem Studium in der jungen ÖVP aktiv und mir hat das einfach einen Spaß gemacht. Und dann war ich mit dem Studium fertig, Bundesheer und Berufseinstieg, und ich habe mir eigentlich gedacht, lustig war das, wenn ich weiterhin mehr Zeit hätte, aber der Beruf, gerade in einem Vorstandsbüro in einer Bank, ermöglicht das nicht, und ich war schon eher am Absprung aus politischer Funktion und Arbeit, und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, in den ÖVP-Landtagsclub beruflich zu wechseln. Ja, und ich habe das relativ kurz entschlossen getan, nicht zur Freude meiner Eltern damals. Wir werden uns gleich morgen in der Früh im neuen Team treffen zum ersten Meeting, weil ich schon zu unserem Start Anfang April auch klar sagen möchte, was sind unsere neuen Wege, was sind unsere neuen Antworten. Und daher bitte auch, dass man uns diese kurze Zeit bis zum Start noch gibt, aber das werden klare Maßnahmen sein und klare Antworten, weil von einem allgemeinen schönen Palaver hat niemand was. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht so tun, wie wenn Politik ganz was Eigenes wäre und so super gescheit ist und sich von dem abhebt, was die Leute wirklich empfinden, sondern zuhören und auf das eingehen, was die Leute wirklich besorgt oder was auch Wünsche haben. Und zu dem dann konkret Antworten finden. Und das, wenn man diesen Brückenschlag zur Bevölkerung schafft, und das will ich unbedingt, dann kann man, glaube ich, auch für Ziele, die aufs Erste ein bisschen ungewohnt klingen, aber notwendig sind, Begeisterung oder Mitgehen auf jeden Fall schaffen. Was auf jeden Fall weiterhin sein muss und was ich unbedingt will, ist, dass man
dass ich geerdet bleibe. Und der große Vorteil in der Landespolitik ist, dass du ständig in Kontakt mit Leuten sein kannst. Die fordern das auch ein und ich halte das auch für extrem wichtig. Daher werde ich das auf meine Art und Weise auf jeden Fall tun, weil das Eingebundensein der Bevölkerung, das ist das Um und Auf. Das wird aber natürlich, nachdem ich ein anderer Typ bin, eine andere Generation, eine neue Generation bin, sich nicht so abspielen, wie es jetzt der Landeshauptmann Büringer gemacht hat. Aber es können Sie alle darauf verlassen, dass der unmittelbare Bezug auf jeden Fall weiter da bleibt. Also nicht nur unmittelbar via Facebook, sondern von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch. Ja.